Hallo, ich bin Marco. Ich bin Angela. Wir sind die Pastoren der Grace Church Schaffhausen. Schön, dass du dieses Video schaust. Ich hoffe, du wirst gesegnet. Amen. Und bestimmt wird der Heilige Geist dir das in deinem Herzen offenbaren, was du heute gerade brauchst. Ab in die Predigt. Und jetzt steigen wir ein in Dalet. Das ist der vierte Buchstabe im hebräischen Alphabet. Das Ganze mit dem hebräischen Alphabet ist ja so auch eine Solidarität mit Israel. Und das Wort Dalet, der Buchstabe Dalet hier, siehst du den? Das ist die Zahl 4. Weil im Hebräischen gibt es keine Zahlen, das ist eine alphanumerische Sprache. Und deshalb benutzen sie die Buchstaben auch als Zahlen. Und das ist die Zahl 4. Und in ihrer Form oder in ihrer piktografischen Darstellung ist es eine Tür. Und zwar eine Tür, die offen ist. Und Jesus selbst hat gesagt, ich bin die Tür. Und wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also Jesus ist unsere Rettung. Und das, die 4, eben hier hast du eine Liste von Besonderheiten, die wir in der Bibel finden, was mit 4 zu tun hat. Und es gibt 4 Himmelsrichtungen, 4 Enden des Himmels, 4 Weltreiche gemäß Daniel 7. Und es gibt eben auch 4 Evangelien und 4 lebendige Wesen vor dem Thron Jahwes. Und diese lebendigen Wesen in Hesekiel 1 werden die beschrieben, die sehen so unvorstellbar aus. Also die haben so eine ganz bemerkenswerte Form. Jedes dieser 4 Wesen hat 4 Gesichter und 4 Flügel. Und an den oberen Flügeln berühren sich diese 4 Wesen. Und wenn die sich bewegen, es steht in Hesekiel, dass sie gehen dahin, wo der Geist sie hinführt. Und wenn die sich bewegen, dann müssen sie sich nie drehen, weil auf jedem dieser vier Köpfe hat es 4 Gesichter. Und die sind so angeordnet, dass die ineinander jeder sich anschaut und die bewegen sich irgendwie nur immer ohne sich zu drehen. Und unten hat es noch Räder, es ist ganz, ganz sehr, sehr prophetisch, diese Sprache da in Hesekiel. Aber es ist eben das Bild, das ich da drin sehe, weil diese 4 Gesichter sind eben das des Menschen, das des Löwen, das des Adlers und das des Ochsen. Und das sind die 4 Bilder, die wir auch in den Evangelien wiederfinden. Amen. Also diese 4 Wesen sind ein Bild für die 4 Evangelien und die gehen dahin, wo der Geist sie führt, ohne sich drehen zu müssen. Das bedeutet, das Evangelium, das vor dem Herrn vorausgeht, geht dahin, wo der Geist will. Es findet in der Welt die Menschen, die es suchen, ohne dass es verändert wird. Es wird nicht verändert. Es schaut in jede Richtung. Es kann in jede Richtung schauen und es kann von jeder Richtung her betrachtet werden, so dass man jedes Gesicht sieht. Weil wenn diese Engel so angeordnet stehen, dann sieht man jedes Gesicht mindestens einmal, egal von woher man schaut. Und das ist das Evangelium, das nie verändert wird, Amen. Das unveränderbar seine Amen. Kraft entfaltet, da wo der Geist es will. Amen. Und Dalet ist auch der erste Buchstabe des Wortes Dabar. Dabar ist das Wort für Wort im Hebräischen. Das siehst du da auf der linken Seite dieser Folie in dem kleinen Pfeil, der auf das Kreuz zeigt. Und das Wort für eine Sache ist Davar. Es wird exakt gleich geschrieben, das ist so erstaunlich. Und das bedeutet, dass einfach Gott erschafft Sachen durch sein Wort. In der Tat ist alles, was wir sehen, alles, was es gibt, wurde erschaffen in seinem Ursprung. Durch das Wort von
von Gott, vom Schöpfer. Natürlich können wir Häuser bauen mit verschiedenen Materialien, aber der Herr hat alles geschaffen. Wir können nur aus Dingen neue Dinge erschaffen. Der Herr ist der Einzige, der Bara kann. Bereshit Bara, dieses Bara wird nur angewendet auf das Schaffen für Gott, wenn er etwas schafft aus nichts. Er ist der Einzige, der mit nichts etwas erschaffen kann. Und dann schauen Wissenschaftler, die Gott ausklammern, das an und sagen, da hat es einen Urknall gegeben. Da ist einfach entstanden. Das ist aus einer Ursuppe. Ja. Nein. Aber man kann eben nicht abschließend erklären, wenn man nicht alle Faktoren mit einbezieht. Und ich bin froh, die Wahrheit zu kennen. Und es ist schön. Und es ist auch viel, viel logischer, einfach wenn man Geschichte anschaut, wenn man das ganze Bild oder einen größeren Teil des Bildes, das ganze Bild werden wir erst sehen, wenn wir mit ihm zusammen sind, aber wenn wir einen größeren Teil des Bildes sehen. Und Davar, das Wort für Sache, ist das gleiche Wort wie das Wort für Wort. Genau, so. Und das fängt eben mit Dalet an. Und das ist der vierte Buchstabe. Und das vierte Wort im vierten Evangelium, also das vierte Wort im Johannes, in meiner hebräischen Bibel habe ich das nachgeschlagen, welches das vierte Wort ist. Und das ist Vehadabar. Also das ist ein Wort für und das Wort. Weil die Hebräer, wenn die ein und machen, dann machen die einfach ein Waff vorne ans Wort und dann bedeutet das und das. Und wenn die nicht, wenn die einen Artikel davor setzen, dann gibt es einfach ein He dazu. Also da gibt es einfach immer größere Worte. Und das vierte Wort ist und das Wort. Und das ist schon beeindruckend. Also ich finde das schon schön, weil es wird auch nur in Johannes so beschrieben, dass am Anfang war das Wort, im Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Und durch dieses Wort wurde alles geschaffen. Und dieses Wort kam eben in die Welt, auf die Welt und lebte unter den Menschen, zeltete unter den Menschen. Also es geht hier sehr, sehr stark um das Wort. Weil ohne dieses Wort nichts entstanden wäre. Geht es sehr stark. Und ich möchte jetzt drei Themen oder drei Titel oder drei Dinge dir mitgeben, die sich um dieses im Wort drehen, die du mitnehmen kannst und die du gebrauchen kannst. Und das ist dieses Wort empfangen. Das Wort empfangen ist das Erste. Im Wort sein ist das Zweite und das Wort nutzen oder das Wort einsetzen, das ist das Dritte. Und das Wort empfangen, das ist der erste Teil, das bedeutet einfach, dass wir geglaubt haben, dass wir das Wort angenommen haben. Das ist, habe ich vorher schon gesagt, wahre Demut. Und eine weiterführende Bedeutung von Dalet ist tatsächlich Demut, weil die Idee dahinter, dass man in die Tür eintritt und sich niedriger macht, indem man durch diese Tür eintritt. Also eine weiterführende Bedeutung des Buchstaben Dalets ist Demut. Und das Wort empfangen, das zu glauben, ist wahre Demut. Hey, ich glaube, du bist ermutigt worden. Du hast seine Liebe durch das Wort gespürt und es hat in deine Situation, in dein Leben gesprochen. Für heute, für die nächsten Stunden, für die nächsten Tage, ja, für die ganze nächste Woche. Halleluja, der Herr ist immer jetzt. Und warum nicht diese Message teilen mit jemandem aus deinem Umfeld? Halleluja. Weil du weißt nie, wer gerade Ermutigung braucht. Mhm. Und vergesst nicht, Jesus liebt euch. Jesus kommt.